Es gibt heilige Worte, davon war Jesus überzeugt. Es braucht heilige Worte, davon war Jesus überzeugt. Weil wir dort erfahren, dass Gott uns nahe ist, dass Gott uns verbindet, dass Gott uns trägt. Liebe Schwestern und Brüder, jeder von uns, der einmal in Rom, in Lourdes, in Fatima, Altötting oder in Kevelaer war, der weiß, welche Kraft und Ermutigung durch diese heiligen Worte uns geschenkt wird. Aber diese heiligen Worte können uns auch den Zugang zu Gott versperren. Das war die Erfahrung Jesu im heutigen Evangelium. Das ist die Erfahrung von manchen von uns an den heiligen Worten unserer Kirche. Darum ist das Evangelium heute eine Mahnung zu allen Zeiten. Versperrt nicht den Weg zu Gott an seinen heiligen Worten. Seid immer im Dienst dessen, um den es geht, der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es gibt heilige Worte, das kundet uns Jesus heute. Bewahrt, gestaltet diese Worte so, dass sie zum Heil der Menschen sind. Sie führen zum Gebet und zur Stille, damit Gott seine Kraft wirken lassen kann in diesen Menschen. Es gibt, dank sei Gott, heilige Worte, die Kraft uns schenken, uns aufatmen lassen, uns Trost und Hilfe geben. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns immer wieder diese Worte freiräumst, damit wir dir begegnen können. Amen. Herr Jesus Christus, du wütest im Tempel, damit wir zu deinem Vater finden. Wir rufen zu dir. Räume aus dem Weg alles, was uns hindert, deinem Wort und deinen Geboten zu folgen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Räume aus dem Weg alles, was die Mächtigen zögern lässt, einzig und allein dem Wohl der Menschen und dem Frieden ihrer Völker zu dienen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Räume aus dem Weg alles, was unsere Kirche lähmt und uns hindert, deine frohe Botschaft unter die Leute zu bringen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Räume aus dem Weg alles, was unsere lieben Verstorbenen hindert, wohlgeborgen im Tempel des ewigen Lebens bei dir zu sein. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du räumst den Tempel frei. Räume auch alles in uns auf, was uns hindert, dir zu begegnen. Jetzt und in deiner lichtvollen Ewigkeit. Amen. Amen. Wir wünschen Ihnen allen, liebe Mitchristen, einen schönen Sonntag und eine gute Woche.